Hallo, Halli hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Judgment Wilds. In der letzten Folge haben wir Stammbob seine Früchtchen gegeben und jetzt gucken wir mal weiter, was wir jetzt mit dem Kleinen anfangen können. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ja, ich erinnere mich. Wollen Sie mich irgendwas fragen? Fragen wir erstmal nach diesem komischen Irren hier im Nebenraum. Erzähl mir von Tuskin und seinen Freunden. Tuskin und seine Freunde sind nicht nett zu mir. Sie sind nett zu meiner Mutti, weil sie ihr vertrauen. Sie ist die Einzige, die ihnen Essen bringt. Manchmal bringt sie auch mir gutes Essen, aber seit langem nicht mehr. Ich bin oft sehr hungrig, weil das gute Essen, das ich versteckt habe, schlecht geworden ist. Okay, dann erzähl mir vom Spielzimmer. Durch die Osttür. Da sind Tuskin und seine Freunde. Sie sind gemein. Nur zu meiner Mutti sind sie nicht gemein, weil sie glauben, sie gibt ihnen kein schlechtes Essen. Okay, das heißt, wir müssen die Mutti dazu bringen, denen was zu essen zu geben, was wir vielleicht vorher vergiften oder sowas. Also vergiften jetzt nicht, sondern mit Betäubungsmitteln zersetzen oder sowas. Erzähl mir etwas über deine Mutter. Sie heißt Moll. Sie passt auf den Garten auf, aber sie ist oft sehr traurig. Sie bringt mir frisches Obst, sagt, es ist gut für mich. Ich mag frisches Obst unheimlich gern, aber sie hat mir schon lange nichts mehr gebracht. Und was ich versteckt habe, sieht nicht mehr so gut aus. Ach hier, erzähl mir etwas über das Essen. Das Essen aus den Automaten macht mich richtig müde und mir wird schlecht davon. Mutti sagt, es ist wegen dem Zeug, das sie in das Essen tun. Tuskin sagt, es ist Gift. Er nimmt Essen nur von meiner Mutti an. Ich habe gutes Essen an einem Geheimplatz versteckt. Aber es sieht nicht mehr so gut aus. Wollen Sie es sehen? Sicherlich, warum zeigst du es uns nicht? Der junge Bursche öffnet in seiner Nähe ein verstecktes Schränkchen, woraufhin ein saurer Geruch verfaulten Obstes aus der Öffnung strömt. Sehen Sie, es ist schlecht geworden. Ja, dann nehmen wir mal das schlechte Essen. Es ist schleimig, matschig, klebrig und widerlich. Aber sie stecken trotzdem alles in eine große Probentüte. So, da matschig, gammeliges Obst. Organische Zusammensetzung in einem fortgeschrittenen Stadium des Zerfalls, Captain. Für den Verzehr nicht mehr geeignet, da es sich bei einigen der entweichenden Chemikalien um alkaliartige Mischungen handelt, die Schlaffheit und Beeinflussbarkeit verursachen. In seinem gegenwärtigen Zustand würde dieser Brei, angenommen, dass jemand so dumm ist, das zu essen, extreme Übelkeit hervorrufen und eine nahezu sofortige Abführwirkung haben. Und somit nie seinen Weg in den Stoffwechsel einer geistig gesunden Person finden. Also die Frau überzeugen, das an Tuskin zu verfüttern? Ne, wenn der Durchfall hat, läuft er ja eh erstmal aufs Klo, dann wäre da Ruhe. Willkommen, fühlen Sie sich jetzt besser? Naja, blendend fühle ich mich. Blendend. Ich habe, glaube ich, schon zweimal dieses komische Gammelessen gegessen, was hier aus dem Automaten kommt. Das muss auch reichen. So. Vielleicht kann man noch frisches Obst nochmal mitnehmen. Falls das mit dem Gammelobst nicht funktioniert. Nimm frisches Obst. So. Die rote Frucht löst sich leicht und fällt in ihre Hand, als ob sie dorthin gehöre. Frisches Obst. Sieht aus wie Tomaten. Ich mag keine Tomaten. So, benutze Gammelobst auf. Och, das funktioniert. Ist ja cool. Ein Licht tastet den stinkenden Brei ab, woraufhin der Computerbildschirm aufleuchtet. Diese in dieser organischen Masse enthaltenen Alkaloide
können zu einem starken Beruhigungsmittel reduziert und die unerwünschten Emetika und Abwehrkomponenten eliminiert werden. Der resultierende Arzneistoff sollte mit zubereiteten Nahrungsmitteln vermischt und gegessen werden, um eine einschläfernde Wirkung zu erzielen. Möchten Sie das Beruhigungsmittel aus dieser Mischung selbst zubereiten? Ja klar, ja, fahren Sie fort. Fertig, das Medikament ist zubereitet. Bringen Sie die Lebensmittel, die Sie gern angerichtet haben würden, und das Beruhigungsmittel wird hinzugefügt. Ach, die schon wieder. Okay, dann geben wir das auf das Obst. Ein Licht tastet die Frucht ab, woraufhin der Computerbildschirm aufleuchtet. Reife Ferigua-Früchte haben als Nahrungsmittel milde Heileigenschaften. Sie stellen eine ausgezeichnete Nahrungsquelle dar. Durch den Fäulnisprozess unter Luftabschluss könnte die Frucht beruhigende Alkaloide produzieren, obwohl diese oft emetische und abführende Komponenten enthalten. Die Dosis alkoholischer Beruhigungsmittel, die Sie zubereitet haben, kann mit dieser Substanz nicht vermischt werden. Wünschen Sie medizinische Hilfe für sich selbst oder für jemand anderen? Nein, hören Sie auf, wir werden dieses einfach weglegen und etwas anderes zuwenden. Also auf das Essen. Ein Licht tastet die abgepackte Mahlzeit ab, woraufhin der Computerbildschirm aufläuft. Diese Kost wurde mit standardmäßigen Mengen an beruhigenden Alkaloiden, anderen Beruhigungsmitteln und Euphorika versetzt. Die bei der Zubereitung hinzugefügten Arzneistoffe und Chemikalien können ohne eine Abschwächung ihrer Wirkung nicht extrahiert werden. Die hochwirksame Dosis alkaloider Beruhigungsmittel, die Sie zubereitet haben, kann nun hinzugefügt werden, wenn Sie wünschen. Nein, noch nicht. Ich glaube, wir reden doch erstmal mit der Frau. Ach, der Kleine kommt auch. Der junge Bursche Stammbock kommt zur Tür. Mutti, diese netten Leute haben mir Obst gegeben. Ganz frisch. Du brauchst nun nicht mehr traurig zu sein. Mein Sohn, ich bin so glücklich. Das bedeutet, die Pflanzen sind wieder gesund und du musst nichts mehr essen, das nicht gut für dich ist. Danke, Fremde. Ich gehe in mein Zimmer, Mutti. Aber ich wollte es dir erst sagen. Ja, Mutti hat übrigens gute Laune. Ich möchte mich noch einmal dafür bedanken, was sie für meinen Sohn getan haben. Ich war so deprimiert, weil ich ihm nicht die Früchte geben konnte, die so viel besser als die der Face-Maschine sind. Ich traue der Maschinenkost nicht und darum pflege ich den Garten. Für frisches Essen. Sogar Tuskin isst, was ich ihm gebe. Und er traut sonst niemanden. Falls sie je Hilfe brauchen, dann zeigen sie mir, was sie ihm geben wollen. Okay, da wir ja nur das damit versetzen können, wollen wir ihm das geben. So, brauchen wir nicht nochmal durchlesen, sondern nur zu. Und jetzt haben wir das und Tuskin nimmt Nahrungsmittel nur von ihnen an. Sie sagten, sie würden uns helfen, wenn wir ihnen geholfen haben. Würden sie dies Tuskin geben? Es würde stark mit Arzneimitteln angerichtet, doch das könnte Dr. McCoy ermöglichen, ihm vielleicht zu helfen. Ich bringe das jetzt Tuskin, denn ich vertraue ihm. Gehen Sie zu ihm und zeigen Sie ihm Ihr Essen. Er wird mich rufen und ich werde ihm stattdessen das hier geben. Er wird ein guter Junge sein. Okay, dann holen wir uns, glaube ich, erstmal nochmal das andere Essen. Brauchen wir nicht das frische Obst zeigen. Sondern lieber diesen komischen Chemiemüll. Ne, den ja heutzutage auch schon sehr viele Leute immer wieder essen. Fertiggerichte, FDW. Naja. Wer es braucht, ne? Oder wer zu faul ist zum Kochen. Die abgepackte Mahlzeit ist leicht und kompakt, das wissen wir auch schon. Also, weitergegangen. Ich glaube, das ging da lang, ne? Ja, so ungefähr. Wo wir schon mal hier sind. Ach, der wollte hier. Ich denke, ihr Bauern soll. Ich denke, Stellung, bla, Kühe, ne? Da Knuddelbär ja auch schon, ne? Einfach mal weiterreichen. Welche würdevolle Dame ihr seid. Ihr habt mal Erlaubnis zu sprechen. Okay, reden. Ihr seid bemerkenswert und zeigt die Haltung einer Königin. Doch diese Flegel behandeln euch nicht wie eine Königliche. Sicherlich fließt doch königliches Blut in euren Adern. Oh Gott,
ich kann dieses Rot einfach so schlecht lesen. Blutlinien schreiben mich wo? Vor wem wir zugehören? Meine Vorfahren herrschten vor langer Zeit in Ländern. Okay. Meine Vorfahren herrschten vor langer Zeit in den Ländern Kusch und Timbuktu. Wir könnten uns als Ebenbürtige unterhalten, sie und ich. Oh, welch Freude, jemanden königlichen Blutes zu finden. Ich bin dessen müde, hier die ganze Zeit zu sitzen, doch sobald ich gehe, postieren sich Leibeigene und niederes Volk auf dem großen Thron. Und das ist einfach nicht akzeptabel. Ich weiß, ihr werdet das Eigentumsrecht wahren und niemanden auf den Thron Platz nehmen lassen. Und nun kann ich endlich ein wenig ausruhen. Aha. Der muss bestimmt nur mal aufs Klo, der Alte. Wer will ihn da jetzt draufsetzen? Ja, König Kirk, was für ein unbequemer Stuhl. Okay. Spock, König Spock. Kaum von Interesse, Captain. Außer, dass das Individuum gewillt war, für diese recht fragwürdigen Ergänzungen auf Komfort zu verzichten. Kann ich jetzt dieses Ding daneben? Ich sehe nicht, wie die uns weiterhelfen sollen. Dann setzt du dich da rein, Königin Uhura. Das ist kein sehr bequemer Stuhl, Captain. Passen Sie auf, Lieutenant. Denken Sie daran. Ruhelos liegt das gekrönte Haupt. Ich glaube nicht, dass Shakespeare an einen großen, wahnsinnigen Verrückten gedacht hat, Doktor. Besonders wenn man bedenkt, dass er über den Vorfahren Königin Elisabeths Henry des Vierten schrieb. Also bringt mir das jetzt gar nichts, dass ich den vertrieben habe, oder was? Eine einfache Konstruktion aus verschiedenen Metallen und Kunststoffen. Am Fundament einen halben Meter breit. Die Armlehnen wurden nach dem Bau hinzugefügt. Und die Rückenlehne und die Sockelplatten hat man ebenfalls erhöht. Sogar der Sitz wurde vergrößert. Okay, es bringt einfach gar nichts. Da liegt was neben. Ich sehe nicht, wie das helfen soll. Ja, okay. Also total unnütz, dass der König da jetzt nicht mehr sitzt. Na gut. Na dann gehen wir jetzt erstmal weiter und geben dem Tuskin sein schlechtes Essen. So, König schläft. Der König wird sauer, wenn Uhura ihn wieder anspricht. Ihr solltet auf den Stuhl aufpassen. Beschützt mich, sie sind hinter mir her. Wir hauen sie, kommen sie nicht näher. Wir wollen ihnen wirklich nicht wehtun, bleiben sie weg. So, komisches Essen an... Die schon wieder. Captain, klar, ich habe ihnen doch gesagt, dass dieser Florationsabschlag mit uns am Rücken herumschiffen würde. Ja, ja, wir hatten das doch schon. Ich habe Hunger, solchen Hunger, und das sieht gut. Moll, wo ist sie? Ich nehme nichts von ihnen, nur von ihr. Sie würden mich anders machen, sie würden meinen Kopf neu verkabeln. So, da ist die kleine Molly. Und gibt den Irren sein Frühstück. Du hast mich gerufen, Tuskin? Hast du vielleicht Hunger? Hier ist was Gutes zu essen. Du kannst mir vertrauen, Tuski. Ich weiß und ich habe Hunger. Wollte aber nichts essen. War mir nicht sicher. Her damit. Na? Ich brauche ein bisschen mit dem Knabbern. Ich will mich jetzt ausruhen. Moll, pass auf mich auf, ja? So, da sitzt er. So, und jetzt? Ich habe viel mehr Lust auf einen guten Kampf als auf Reden. Ich höre auf Rakabak und Tuskin. Wir müssen diesen Raum schützen und dürfen keinen reinlassen. Tuskin hat Angst. Tuskin ist verwirrt. Ich sollte mich nicht darüber auslassen, aber er denkt, wenn jemand an diesem Ort erfährt, dann wird etwas mit seinem Verstand geschehen. Vorsicht, Bruder. Vergiss Tuskins Worte nicht. Mancher scheint zwar nett, ist es aber nicht. Ich weiß nicht, was passieren würde. Ich bin kein Wahrsager. Okay, Kann ich jetzt ballern? Oh ja. Okay, fällt zu Boden. Eine unelegante Lösung, Captain Kirk, aber wirksam.
So, und jetzt? Ich höre auf Ragabak und Tuskin schützen, bla. Tuskin ist verwirrt, ich sollte mich nicht darüber auslassen. Bin sicher, es wird sich etwas ändern. Es könnte sich vielleicht alles zum Guten wenden. Ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Komm, Magon, ich glaube, du solltest ihnen vertrauen. Sie haben die Pflanzen geheilt. Sie haben meinen jungen Stammbob frisches Obst gegeben, als es nicht einmal seiner Mutter möglich war. Nun, ich glaube, was andere über sie gesagt haben. Ich sollte ihnen den Weg zum Herzen des Feis zeigen. Den Geheimeingang, vor dem Tuskin solche Angst hat. Das kann nur gut sein. Na dann, zeig mal was. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Wer so intelligent war, den einen einfach umzubrezeln, weiß ich nicht. Ja, und die Klingonen kommen wieder mit, ist ja gut. So, Spocky, dann guck mal, was wir hier haben. Dies ist keine Lebensform, Captain, doch registriert es unter Biomagnetik und beträchtlicher elektrischer Komplexität. Dies ist das Herz einer funktionstüchtigen, künstlichen, intelligenten Konstruktion. Madrid Gorda zeigt doch nichts Außergewöhnliches, Captain. Die Blase, die die Maschinerie umgibt, scheint teils ein Kraftfeld, teils eine physikalische Sperre zu sein. Etwas derartiges ist mir bisher noch nicht zu Gesicht gekommen. Sollte sich etwas im Inneren befinden, dann liegt mir keinerlei Messwerte vor. Es ist unzugänglich. Kram mal da irgendwie ein bisschen im Computer rum. Ich denke, diese Schaltungen sind reparierbar, Captain. Doch scheinen sie sehr ungewöhnlich zu sein. Auch unter den besten Bedingungen könnte leicht ein Fehler begangen werden. Ich schlage vor, wir erwerben ein besseres Verständnis für dieses Schiff und seine Komponenten, bevor wir eine Reparatur versuchen. Die Ortung eines Datenarchivs wäre ideal. Das Datenarchiv war doch das, der andere Computer, der total zerstört war, ne? Ja, was möchtest du jetzt? Gar nichts. Ich dachte, weil er plötzlich so aufsprang, da wird jetzt irgendwie ein großes Geprügel losgehen oder so. Nee, da kommt man nicht hin. Also mal ab zum kaputten Datenarchiv. So, da muss ja irgendwie zu reparieren sein. So. Datenarchiv, irre Frau daneben. No, das lässt sich aber nicht reparieren, wa? Offensichtlich war dies eine elektronische Vorrichtung mit großer Wahrscheinlichkeit ein Messgerät oder ein Computerinterface. Die Vorrichtung ist schwer beschädigt und kann daher nicht repariert werden. Achso, ich dachte, das wäre jetzt das Archiv gewesen. Wollen Sie nahelegen, dass ich eine vulkanische Geistesverschmelzung durchführen soll, Captain? Ja, in diesem Fall scheint die Mühe angemessen zu sein. Ich brauche einen Moment, um mich vorzubereiten, Doktor. Bitte überwachen Sie Ihre Kreislaufwerte. Der Vorgang birgt ein gewisses Risiko. Nicht nur für Sie, sondern auch für Sie. Habe ich recht? Ich versichere Ihnen, Doktor, ich werde einen ausreichenden Abstand beibehalten, um zu verhindern, in etwas hineingezogen zu werden, aus dem ich nicht zurück kann. Fahren Sie fort, Spock. Hatte ich das nicht schon mal probiert? Also jetzt nicht wegen Gedanken verschmelzen, sondern die zu scannen und so weiter? Ich bin Puzzlewit. Ich bin diejenige, die alles liest. Ich verstehe nicht. Ich versuche, alles zu lesen. So viele Ideen, aber immer durcheinander. Ergibt keinen Sinn. Puzzlewit will wissen. Hoffe zu entdecken, warum ich nicht... Ich versuche, mich an alles zu erinnern. Dann kommt Tuskin herein. Er zerstört mich. Meine Hoffnungen. Alle zerbrochen. Alle dahin. Schluchz. Ich bin in unzählige Stücke zertrümmert. Doktor? Keine körperlichen Verletzungen, Captain. Weder bei ihm noch bei ihr. Tuskin fürchtet sich vor mir. Hat Angst.
aus keinem bestimmten Grund. Er denkt, ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht. Nichts steht im Zusammenhang mit irgendetwas anderem. Ich will alles wissen. Hoffe damit zu verstehen. Er denkt, ich werde ihm wehtun. Ich tue niemandem weh. Ich will nur mehr wissen. Nun weiß ich nur, was ich weiß. Weiß nie, was Puzzlewit nicht mehr weiß.